mit den erworbenen Qualifikationen im erlernten Beruf arbeiten. Das ist nicht immer selbstverständlich. Denn im Ausland abgeschlossene Ausbildungen müssen in Österreich nicht gleich viel wert sein. Ich habe in Bosnien mein Studium abgeschlossen, Betriebswirtschaftslehre, das 4 Jahre gedauert hat und wollte hier in Graz Masterstudium weiter studieren. Aber das ist rechtlich unmöglich, weil bei uns ist jetzt das System, das ist 3+2 Jahre oder 4+1. Und ich habe Recht nur für 1 Jahr Masterstudium studieren. Jeder 5. Migrant in Österreich ist nicht seinen Qualifikationen entsprechend beschäftigt. Und Experten kritisieren einen Fachkräftemangel. In der letzten OECD-Studie, die wurde 2012 hier in Graz vorgestellt, war das ein wesentlicher Teil, was die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten betrifft, dass sozusagen die Anerkennungsverfahren verbesserungsbedürftig sind. Seit Jänner 2013 unterstützt die AST die Anlaufstelle für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen, Ausländerinnen bei der Anerkennung ihrer Ausbildung und Studien. Sie ist Teil vom Verein Zebra, ein interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum. Also das ist total unterschiedlich, man kann sie überhaupt nicht so festlegen zeitlich. Es kann wirklich ganz schnell sein, es kann aber auch sehr lange dauern. Und oft scheitert es schon bei dem, dass die Unterlagen nicht da sind und dass das einfach eine Zeit lang dauert, bis sie aus Heimatländern die Unterlagen hierher bringen. Beraten wird bei Lehrabschlüssen bzw. bei Schul- und Studienabschlüssen. Beispielsweise kann sein, man kann es nur beispielsweise sagen, dass ein Gleichhaltungsantrag, wenn, sage ich jetzt einmal, alle Unterlagen vorhanden sind, kann sein, dass es in 2-3 Wochen schon da ist. Es kann sein, dass das sofort gleichgehalten wird, dann ist das sehr, sehr schnell erledigt. Es kann sein, dass die zusätzlichen Prüfungen nachgemacht werden sollen und dass das aber wieder lang dauert.